Hey, feel I'm in the mood for a switch up. I hit the function, hit the rose right till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a stick up. She thinks I'm in the mood for a change up. I leave the city. Like the bear. Enough. Der Hauptgrund, warum die meisten Männer nicht die Frau in ihrem Leben haben oder die Frauen kennenlernen, die sie wirklich wollen, ist sehr, sehr stark verbunden mit diesem pinken Bären auf meinem Rücken, der überlebensgroß ist. Und nein, ich meine damit nicht, dass du irgendwelchen Frauen Geschenke machen sollst oder dass du irgendwas brauchst, was irgendwie niedlich aussieht für Frauen, sondern es geht vielmehr darum, dass die meisten Männer, wenn wir mal ganz ehrlich sind, in ihren Freundeskreisen nicht die Frauen haben, die sie eigentlich wirklich interessant finden. Ja? Auch nicht die hübschen Frauen, die attraktiven Frauen. Und das trifft im Normalfall auf 99% der Männer zu, mit denen ich darüber spreche. Und ich kann dir sagen, das ist aus Erfahrung einfach, weil ich tatsächlich schon seit sehr langer Zeit Männer daran coache, wie sie erfolgreich bei Frauen werden. Ich muss hier gerade aufpassen, dass mein Kameramann nicht stirbt. Okay, wir sind aus der Gefahrenzone. Und diese Männer berichten mir immer wieder eine Sache und das kannst du mit dir selber abgleichen, ob das auf dich auch zutrifft. Und das ist einfach, im Bekanntenkreis gibt es nicht so die interessanten Frauen. Im Freundeskreis gibt es nicht so die interessanten Frauen. Und da, wo einem wirklich die Frauen begegnen würden, das ist dann einfach irgendwo im Alltag, irgendwo im Supermarkt, irgendwo im Gym oder vielleicht auch einfach nur in anderen Lebenssituationen. Und dann kommt es doch eigentlich nur darauf an, wie zum Teufel lernst du die kennen. Und ich meine, das Wie findest du hier auf dem Kanal, aber viel wichtiger als das und worum es jetzt hier in diesem Video gehen soll, ist einfach das Warum nutzt du diese Chancen nicht, beziehungsweise wenn du dir dieser Chance bewusst bist, wenn du merkst, okay, du magst jetzt vielleicht nicht gerade so wie ich in Istanbul sein mit völlig überfüllten Straßen, vielleicht gibt es bei dir auch einfach nur ein paar, aber wenn du mal wirklich dich umguckst, es wird immer jeden Tag irgendwo Frauen geben, die du ansprechen kannst, die dich interessieren und dann ist die Frage, warum du das nicht machst. Und dieses Warum, das ist eben sehr gekoppelt hiermit, denn wenn du mal wirklich ganz ehrlich darüber nachdenkst, dann hat es einfach sehr viel damit zu tun, dass du in allererster Linie nicht möchtest, dass wenn es schief geht, du irgendwie dastehst wie ein Otto, weil du hast einfach keine Lust darauf, dass du dich irgendwie beömmelst oder dass du irgendwas Doofes sagst oder dass es vielleicht nicht klappt. Weil wir wollen uns natürlich alle selber gerne immer sehen als den Typen, der alles kann, der alles drauf hat, bei dem alles klappt. Und natürlich, wenn du eine Frau ansprichst, dann soll es auch funktionieren, nicht wahr? Und jetzt mal die Frage, wieso ist das so? Denn eigentlich bedeutet es doch nur, dass du dir sehr viel daraus machst, wie Leute, die das vielleicht mitbekommen könnten, oder vielleicht auch die Frau selbst oder irgendjemand, der in dieser Situation auftauchen könnte, über dich denken, wenn das Ganze nicht funktioniert. Und das ist wiederum ein Zeichen dafür, dass du deinen eigenen Selbstwert viel zu sehr darauf aufbaust, was andere Leute von dir denken könnten oder was irgendjemand über dich sagen könnte, wenn es nicht funktioniert. Selbst wenn es deine eigenen Freunde sind oder selbst wenn es irgendwelche Leute sind, die einfach nur drumherum stehen, die du gar nicht kennst. Und das ist nur deswegen so, weil dir nicht egal ist, was diese Leute denken. Aber ich meine, schau mal, deswegen habe ich diesen Bären auch gerade hier auf meinen Schultern, weil ich dir einfach damit zeigen möchte, schau mal, es ist doch völlig egal. Natürlich gucken die Leute, natürlich denken sich die Kerle, was zum Teufel ist mit dem los? Natürlich lachen auch viele, aber das ist eben nichts, was dich definiert. Das ist nichts, was dir wichtig sein muss, denn mit der Meinung der meisten Leute, versuch mal damit irgendwo irgendwas zu kaufen. Kannst du nicht. Es ist völlig egal, was die Leute über dich denken. Wichtig ist einfach nur, wie siehst du dich selbst? Und wie definierst du dich selbst? Und was möchtest du wirklich im Leben? Und du solltest niemals das, was du wirklich willst im Leben, dafür verkaufen, was irgendjemand über dich denken könnte. Und das ist eben das, was so viele Männer da draußen tun. Und das ist auch der Grund, warum sie dann keine Frauen kennenlernen. Das ist auch der Grund, warum sie dann eben nicht die Frau in ihrem Leben haben, die sie wirklich wollen. Und das ist auch der Grund, warum sie dann eben einsam bleiben oder eben nur mit irgendwelchen Frauen Kontakt haben, die sie gar nicht so interessieren. Weil sie eben zu viel Angst davor haben, sich diesen pinken Bären aufzubinden. Metaphorisch gesprochen. Ja? Wenn du eine Frau siehst, die dir gefällt, geh hin, sprich sie einfach an. Wenn es nicht funktioniert, ist es kein Beinbruch. Es bringt dich nicht um. Es ist nicht schlimm. Wenn du tatsächlich wissen willst, wie es richtig funktioniert, dann helfe ich dir auch super gerne. Weil, wie gesagt, es ist meine Berufung, Männern dabei zu helfen. Und ich habe schon tausenden Männern dabei in sehr, sehr kurzer Zeit zu einer Transformation verholfen, die extrem gut funktioniert hat. Also einfach den Kerl von dem Punkt her, zum Beispiel, wo er keine Frauen ansprechen kann, dahin gebracht, dass er wirklich locker auf jede Frau zugehen kann. Oder Kerle einfach dahin gebracht, dass sie wissen ganz genau, was sie zu einer Frau sagen müssen oder wie sie eine Telefonnummer bekommen, was sie dann schreiben können, wie sie sich interessant machen, um dann auch wirklich authentisch mit dir auf dem Date zu landen und Spaß zu haben. Und wenn du das auch möchtest, ja, wenn du Affären suchst oder vielleicht auch die eine Frau, dann kannst du super gerne mal hier oben auf dieses i draufklicken, dort findest du das, ja, da wo der Bär jetzt hin zeigt. Und abgesehen davon, ob du das tun wirst oder nicht,
hoffe ich einfach nur, dass du dir eine Sache merkst. Und das ist, es ist wirklich egal, was die Leute da draußen über dich denken. Wichtig ist, was du denkst. Wichtig ist, wo du hin willst. Verkauf das nicht für irgendwas, was von außen kommt. Das heißt nicht Fremdwertgefühl oder Fremdbewusstsein. Das heißt Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl. Das heißt, es muss von innen kommen. Und dann kann dir auch wurscht sein, ob irgendjemand dich dafür komisch findet oder lustig findet oder sonst irgendwas, weil du eine Frau ansprichst, wenn es mal nicht funktioniert. Weil, ganz ehrlich, wenn wir diese Logik irgendwie in anderen Lebensbereichen schon als Kind angewandt hätten, dann würde keiner von uns heute laufen, weil wie oft hast du es aber auf die Schnauze gelegt? Das ist einfach ein Teil des Prozesses. Okay, mein Lieber, ich hoffe, das Video hat dir gute Impulse geliefert. Lass mir gerne ein Abo da, kommentiere gerne, wenn dich das Video zu irgendwas inspiriert hat und einen Daumen nach oben, wenn du es gut gefunden hast. Und ansonsten, wenn du meine Hilfe möchtest bei diesem ganzen Prozess, klick einfach da oben. Dann gibt es auch keine pinken Bären, sondern einfach nur wirklich handfesten, soliden Rat, wie du da weiterkommst. Okay, danke fürs Zuschauen. Bis dann. Everything changes.